Ich heiße Adomat, werde von Freunden aber Ado genannt. Tempelkönig Adomat? Genau, ich brachte dich hierher, nachdem ich dich gezwungenermaßen überwältigt habe. Warte, müsste bald zurück sein. Dieser Satz, dann kann ich dich mit ihm bekannt machen, if you know what I mean. Dann kann er dir einen echten Hasen zeigen. In Ordnung. Zeus ist wohl gerade unter einem Decknamen unterwegs. Okay. Oh, schau mal an. Wer da ist. Ich glaube, das sollte nicht sein da oben. Der sollte noch nicht auftauchen. Jetzt habe ich einen Bug. Aber das Geduld, er wird bald da sein. Dreimal kleiner Heiltrank, dreimal kleiner Mana-Trank, dreimal Stimmkraut. Was ist denn das? Stimmkraut, kuriert stumm. Aha. Eine Stimmgabe, bloß in Krautform, oder wie? Hallo. Hey, guck mal, ich habe einen Bug gefunden. So, ich muss mal kurz eben. Warum mal zu Hause? Ach, da! Da, so. Kurz Bugs beheben. Das Kraut spricht zu dir. So. Ich bin zurück, Ado! Wer ist das denn? Schon wieder Themistokles. Ich höre manche gerade doppelte erklären, dass ich mit Karl und Facet benutzt habe, ne? Oh Mann. Vater, dieser ist jemand, mit der. Ey, das muss man überdenken, ne? Dass das hier ein. Oh Mann, ey. Das soll eigentlich so aussehen. Adomat ist eigentlich so aus wie ein Fischmensch oder sowas. Also eigentlich ein normaler Mensch mit blauer Haut oder sowas. Ich habe bloß irgendwie nichts gefunden. Vater? Vater? Wie? Naja, vielleicht hat er sich mit der Echse gepaart oder so. In den Sumpf traf. Er fliehte vor Boras Soldaten. Und wie heißt du, mein Junge? Soll ich deinen echten Hasen zeigen oder meine Frau, die eine Echse ist? Mein Name ist Kim. Dürfte ich erfahren, was hier eigentlich los ist? Wir verstecken uns vor Boras. Er ließ dieses Land veröden und machte aus einem fröhlichen, sprudelnden Bächen und Seen Tümpel, die zum Himmel stinken. Das ist also dein größtes Problem, dass es stinkt. Ich herrschte einst über dieses Land, aber seitdem es verpestet, bin ich kein richtiger König mehr, da auch alle meine Untertanen tot sind. Was macht das für einen Sinn? Gibt es keine Möglichkeit, das Land wiederherzustellen? Tun zurück.